Das setzt mir das jetzt ja auch schon wieder etwas her, ne? Ha, mir ist langweilig. Also spiele ich Kenshi. Schon wieder. Und weil ich das letzte Mal ja gescheitert bin, habe ich mir überlegt, mache ich das nochmal? Also genau dasselbe. Ich gehe auf neues Spiel. Ich wähle den Tiefpunkt aus. Ich erstelle mir einen Charakter, der an Schönheit nicht mehr zu überbieten ist. Er ist wunderschön. Und spawne in dieser wunderschönen großen Wüste. Im Nirgendwo. Gott, ich bin so gefickt. Das letzte Mal bin ich ja ziemlich auf die Schnauze geflogen mit meinem Plan, dass ich zu dieser Stadt dorthin gehe, weil mir da ein paar Monster aufgelauert sind auf dem Weg hin. Deswegen mache ich einfach genau das Gegenteil. Ich bleibe einfach stehen. Ja, da bin ich bockig. Ich bleib einfach stehen. Ich glaube, das wird auch sehr, sehr gut gehen. Ja. Ich warte. Ja, die müssen mich retten. Nicht ich sie. So. So sieht's aus. Ja. Ich bleib da jetzt einfach stehen. Es dauert ja ein bisschen, bis ich verhungere. Also so 2, 3 Tage ungefähr. Bis dahin kommt hoffentlich die Karawane vorbei. Hoffentlich. Oh. Hell no! So ein Scheiß. Ich bin tot, tatsächlich. Mich erschüttert das sehr. Next try. Dieses Mal mache ich was anderes und zwar ich laufe. Ja, das ist alles. Ich laufe. Was soll ich sonst machen? Ich laufe und versuche zu überleben. Und ich laufe diesmal aber in Richtung Heft. Wird schon. Ich habe einfach Freunde gefunden. Samurais. Ist das cool? Ich glaube, ich laufe mal mit denen mit. Wait, Moment, er lebt noch? Hä? Oh, fuck. Oh fuck, ich hab verkackt. Oh, ih! Was ist das denn? Das Vieh ist selber wieder aufgestanden. Ich hau mal hier ab lieber, das ist mir ein bisschen zu wild. Was zum Fick passiert hier? Okay, ich habe keine Ahnung, wer jetzt hier wie, auf wessen Seite steht. Ich weiß auch nicht, ob hier irgendwer auf meiner Seite steht, aber ich plündere mal ein bisschen auf jeden Fall das Schlachtfeld. Jetzt wird geplündert. Boah, ich habe sogar einen einfachen Verbandskasten. Das ist hier richtig lit. Alter, was habe ich denn hier bitte für Zeug? Also, das ist hier eine richtige Goldstätte hier. Oh oh. Oh oh. Oh shit. Oh shit, ich habe was von ihm geklaut. Ich habe was von ihm geklaut. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Dude, wir können reden, ne? Stirb, Wichser. Komm, mein fertig, Junge. Mein fertig. Claudius Maximus Mastin. Ich glaube, ich verliere, oder? Wieder geblockt. Ja, Mann. Komm. Ich krieg keinen Schlag. Oh, ich bin tot. Gott, ist das ein Leichenfeld, Alter. Eieiei. Diese Wunde sieht halt auch sehr, sehr ungesund aus, wenn ich das mal anmerken darf. Nächster Versuch. So grundsätzlich fand ich aber meinen Ansatz gar nicht so falsch. Ich laufe wieder nach Heft und probiere es dort wieder mal. LOL. Seht ihr da hinten die Karawane? Da muss ich hin. Ja, da unten ist mal wieder eine Schlacht, aber da gehe ich auf jeden Fall nicht hin. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Oh. Oh, wir werden angegriffen, wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Jungs, verteidigt euch. Ich habe keine Waffe. Aber ey, wenn der jetzt hier stirbt, dann kann ich wenigstens gleich von ihm looten. Da habe ich hoffentlich gleich mein Schwert, Alter. Ja, guck mal, Jungs, ich helfe mit. Ich helfe mit. Ich gebe ihm auch auf die Schnauze. Ich habe nur eine Faust. Oh, er ist tot. Na dann. Jetzt sehe ich doch schon mal etwas gepanzerter aus. Ich habe sogar jetzt ein Schwert. Ich muss aber sagen, bisher war es eine sehr, sehr gute Entscheidung, mit der Karawane mitzuwandern. Da fuck? Was ist jetzt passiert? Ich bin gerade hart verwirrt, muss ich sagen. Hä? Wieso werde ich jetzt. Ich werde, glaube ich, gerade gefangen genommen, oder? Oh nein! Geil, die Karawanenwache hilft mir. Hat der Typ einfach auf mich gerade geschossen? Aber Alter, die Karawane hilft mir einfach. Wie geil ist das denn? Die Karawane hat mich. Oh, der hat mich geplündert. Ich dachte, die Karawanenwache würde mir helfen. Ich bin tot. Ah, shit, here we go again.